damit haben dann auch die dicken Bäuche ihr vorletztes Spiel bestritten. Den dicken Bäuchen wird die Ehre zuteil, hier heute das letzte Spiel des Tages zu spielen gegen die Cola-Kekse. Das wird Spiel Nummer 55 sein. Die Jungs haben jetzt also noch ein paar Spiele Zeit, um sich auszuruhen. Und wo wir gerade von ihnen gesprochen haben, den Cola-Keksen, die kommen jetzt aufs Feld in der Partie 50 gegen Hypnotics of Paint aus Angermünde. Cola-Kekse von links, Hypnotics von rechts und alle sechs Spieler sind alive. Ich sehe die Cola-Kekse im Tipper Corner und in beiden Tempeln alle alive. Die Hypnotics sind vorgegangen ins Wumble und in die Snake 2, so wie es aussieht. Da sitzt auf alle Fälle jemand. Ja, die Cola-Kekse haben Snake 1 angesagt, allerdings ist es Snake 2. Ich sehe von den Cola-Keksen, da geht der erste Spieler, G1, bei den Cola-Keksen. G1, T-Pack Corner, G2, nur noch der Tempel auf der T-Pack-Seite bei den Cola-Keksen. Damit könnten die Hypnotics of Paint den Sack jetzt zumachen, haben sie. Da hat der Spieler im Wumble von den Hypnotics zwischen dem, ist auf der Seite zur Snake-Seite hin, ums Wumble drumherum und hat den Tempelspieler auch noch rausgenommen und geht jetzt oder ist jetzt buzzern gegangen. So, wir kommen dann tatsächlich. Fangen jetzt die letzten fünf Spiele an, das heißt für die Teams, die letzten Spiele des ersten Spieltages werden jetzt hier noch ausgetragen und dann ist der erste Spieltag der Bezirksliga auch vorbei. Und da sind wir dann auch tatsächlich bei der Partie, die ich angekündigt habe, dass die Smoking Balls ihr letztes Spiel des Tages bestreiten werden. Dieses wird sein gegen die Crazy Dogs, Smoking Balls von links. 10 Seconds wurden von Lüthi angesagt. Und auch die Crazy Dogs haben das letzte Spiel, also für sie das letzte Spiel. Und go, Smoking Balls. Weit aufgemacht, Snake 1, Tempel und T-Pack Corner und scheinen auch alle drei live angekommen zu sein. Die Crazy Dogs haben niemanden verloren, auch zu dritte live. Smoking Balls, T-Pack 1 und 2 besetzt und auf der Snake-Seite haben das sehr gut gemacht, crossen schön ins Feld rein. Crazy Dogs wollten nämlich wieder am Wumble vorbei und einen Runner schicken, der ist rausgenommen worden, ohne jemanden mitzunehmen. Hat also hervorragend geklappt. Smoking Balls verlieren den Snake-Spieler. Jetzt müssen die beiden T-Pack-Spieler, eigentlich müsste jetzt einer nochmal versuchen rüber zu switchen. Es ist immer schwierig, wenn man im Dreimann-Format mit zwei Spielern auf der gleichen Seite ist, weil man keine Chance hat, gesagt, getan. Da ist er, da ist der Smoking Ball Spieler aus dem T-Pack 2 vorgegangen ins W. T-Pack Corner bleibt zurück. Die Crazy Dogs sitzen in der Snake 1.
jetzt nicht verrückt machen lassen. Nicht verrückt machen lassen. Da hat er Glück gehabt. Da hat er richtig Glück gehabt. Da kam der Marshall gerade zum Womble-Spieler von den Smoking Balls und hat ihn gecheckt. Allerdings ist der clean. Muss er jetzt aufpassen, dass er sich von dem Spieler in der Snake 2 nicht erwischen lässt. Er darf sich nicht zu weit weg vom Womble trauen. Sonst steht er ungeschützt in der Schusslinie. Von der T-Pack-Seite höre ich noch Bälle. Sehe ich allerdings nicht. Oh, da kam er über die Snake-Seite, der Crazy Dog-Spieler. Allerdings, same procedure. Durchgelaufen, selber gestorben. Smoking Ball-Spieler mitgenommen. Jetzt haben wir noch einen Smoking Ball im T-Pack-Corner. So. Da sitzt noch jemand von den Crazy Dogs. Auf der T-Pack-Seite, also die Spieler haben jetzt One-on-One-Situation auf der gleichen Spielfeldseite. Also, ja, Spiegel praktisch. Die Crazy Dogs sind schon im T-Pack 50. Ich weiß allerdings nicht, warum der Smoking Ball-Spieler jetzt nicht mal Longline schaut. Ob er das vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Jetzt hat er Longline geschaut. Jetzt ist der Crazy Dog-Spieler gerade in der Deckung verschwunden, aber so wie der an der Deckung rumeiert, kann jeder sehen, dass er da drin sitzt. Jetzt schleicht er sich am Mini-B vorbei auf der Outline und ist auf der T-Pack-Seite von den Smoking Balls. Unterm Strich kann das jetzt dumm laufen und es entscheidet sich, wer am Ende mehr Paint hat. Der Smoking Ball-Spieler sitzt jetzt im T-Pack 2. Schaut in Field. Okay. Longline runter. Ja, da haben wir es nämlich. Der Crazy Dog Spieler ist leer. Keine Bälle mehr zum Nachpacken. Das kann jetzt also durch Pech verloren werden. Schaut mich nicht an. Ja, also der Crazy Dog-Spieler kann hier echt Pech haben und verliert das am Ende wegen mangelnder Paint. Ich würde es den Smoking Balls gönnen. Der Spieler macht das wirklich super. Ja, erwischt. Erwischt. Er hat der Smoking Ball den Crazy Dog erwischt. Oh. Und da war die Zeit abgelaufen. Also Leute, wirklich 2 Meter vor der Base. 2 Meter vor der Base ist die Zeit abgelaufen. Also wie bitter, wie bitter. Super schade. Das One-on-One richtig toll gespielt. Und dann war die Zeit am Ende nicht mehr ausreichend. Mein Gott, was soll man dazu sagen? Es wird hier zum Schluss nochmal spannend. Smoking Balls. Crazy Dogs sind fertig für heute. Glückwunsch, Leute, zu eurem ersten Spieltag. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Für die anderen Teams sind noch ein paar Duelle zu spielen. Zum Beispiel für Hot Paints gegen Dynasty. Auch deren letzte Games für diesen Tag. Das ist das Spiel Nummer 52. Wir warten gespannt auf Hot Paints und Dynasty, beide Teams aus Berlin. Ja, wir haben hier auf dem Platz heute eine Besucherin, die einen eher aufdringlichen Hund mit hat. Der Hund heißt Karl-Heinz und ich höre den ganzen Tag immer nur aus dem Off, Karl-Heinz macht dies nicht, Karl-Heinz macht das nicht, aber Karl-Heinz scheint seinen eigenen Willen zu haben. Nun ja, warum auch immer man seinen Hund Karl-Heinz nennt, aber Karl-Heinz scheint ein schwieriges Wesen zu haben. So. Versuchen wir hier die letzten Spiele mit Würde und Anstand über den Tisch zu bekommen.
beide Teams an der Base. 10 Seconds sind angezählt. Und da geht's los. Dynasty eben gerade einen leicht verzögerten Breakout geschossen. T-Pack 2, Center und ins Mini-W. Der Mini-W-Spieler hat leicht verzögert. Auf der anderen Seite Hot Paints im Center, G1 bei Hot Paints. Center löst auf Richtung T-Pack-Seite. Dynasty aber noch komplett alive. Oh, da hat der T-Pack-Spieler offensichtlich einen Hoppertreffer bekommen, braucht aber jetzt bestimmt 10 Sekunden, um das zu registrieren. G1 bei Dynasty, also jetzt auf beiden Seiten 2 on 2. Center ist besetzt und Snake 1. Bei Hot Paints scheint niemand auf der Snake-Seite zu sein. Dynasty G2. Nur noch der Spieler im Tempel auf der Dorito-Seite. Jetzt Hot Paints in der Snake 1. Gut zu sehen, deutlich zu sehen. Von der T-Pack-Seite hat der zweite Hot Paints-Spieler versucht, auf die Snake-Seite rüber zu pushen. Scheint auch angekommen zu sein. War im Mini-W und ist jetzt vorgemoved in den Tempel. Der andere Spieler geht Snake 2, Snake 3. Scheint in der Snake 3, Snake 50 irgendwie zu sein. Ja, aber Dynasty hat jetzt auch den letzten Spieler verloren. Der hat da Bälle abbekommen und da kam das Home Run Signal. Und Hot Paints hat ihr letztes Spiel des Tages für sich entscheiden können. Ja, Jens, schön, dass du dich wenigstens darüber amüsierst. Karl-Heinz findet das alles, glaube ich, nicht so amüsant. Die Hot Paints Spieler werden gecheckt. Game over. Punkt ist gegeben. Glückwunsch an Hot Paints, für dass sie ihr letztes Spiel an diesem Tag für sich entscheiden konnten. Schön. Gleiche Situation, andere Teams. Bad Minions Berlin gegen Go Paintball Garzau. Wir sind dann jetzt in den letzten drei Spielen. Also können wir jetzt langsam anfangen, Final Countdown zu singen. Es ist 12.30 Uhr. Was für ein Spieltag. Ja, also das geht ruckzuck hier. Nicht zuletzt, weil die Teams und die Marshalls gut zusammenarbeiten, dass hier einen schnellen Wechsel immer gibt. Also es ist gut organisiert. Beide Teams an der Base. Vielleicht müssten wir wieder einen Hammener hören. Finde ich urig. Ich finde es urig. 10 Seconds bei Bad Minions versus Go Paintball. Die Magenta-Jungs von links, Bad Minions von rechts. Go Paintball rockt das Ding hier jetzt hoffentlich. Nicht, dass ich parteiisch sein möchte. So, Florian, verzögerter Breakout. Geht dann in den Center. Der nächste vor ins Rumble und der Tempel auf der Dorito-Seite ist besetzt. Bad Minions verlieren direkt einen Spieler. G1 bei Bad Minions. Keine Snake besetzt. Ein fieses Out. Oh, da haben sie Thomas bei Go Paintball rausgenommen. Der stand im Rumble. Tempel ist noch besetzt und... Tja, ich kann den zweiten Spieler von Go Paintball leider nicht sehen. Ich kann ihn hören, aber ihn nicht sehen. Ach da, jetzt geht Florian vor in die Snake 2. Ich habe bei den Bad Minions ein Out gehört, das bedeutet ein G2. Go Paintball kann das jetzt machen. Die können den Sack jetzt zumachen. Two-on-one-Situation. Und ich maße mir mal an zu sagen, dass die Jungs von Go Paintball ein bisschen routinierter sind. Die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Buckel
Also eigentlich dürften sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Sie sind sich, glaube ich, nicht sicher, ob es ihr Feld ist oder nicht. Also hier wurde gerade der Center angesagt bei den Bad Minions, aber im Center sehe ich niemanden mehr, also da ist keiner mehr. Das muss das Feld von Go Paintball sein. Ja, da war niemand mehr, das war das Feld. Go Paintball hat auch deren letztes Spiel für sich entschieden. Die Bad Minions sind da leider leer ausgegangen. So. Vorletzte Runde wird sein Roter Baron fällt dann 2 gegen Hypnotics of Paint Angermünde. Amena! Herrlich. Ich freue mich, weil die Jungs sich so freuen. Als ich sie heute früh hier getroffen habe, war die Motivation eher im Keller. Eins. Genauso wie Kevin im Center. Kevin im Center. Und nicht so mit 7 oder 8. 3. 4. 5. 6. Von ihren 10 Spielen konnten sie wenigstens 4 Siege mitnehmen. Ich habe gerade mal schnell durchgezählt. Also von 4 Siege. Ich freue mich für die Jungs. Also dadurch, dass es ja nun mal Arbeitssklaven sind, wie sie sich selber so gerne schimpfen, ist das mit Urlaub nehmen und trainieren etc. pp. So eine kleine Schwierigkeit, haben sie jedenfalls gesagt. Von daher finde ich, ist es ganz stattlich, ganz in Ordnung. Ich freue mich für die Jungs. Wir kommen zu Hypnotics of Paint Angermünde, Roter Baron Felten. Hypnotics rechts, Roter Baron links. 10 Seconds laufen schon. Und da geht's los. Roter Baron bleibt schön hinten drin. Aus beiden Teams? Nein, doch nicht. Roter Baron hat abgebrochen. Hypnotics war mein Spieler im Womble. Roter Baron steht in beiden Tempeln und im Center. Ich kann aber auch von den Hypnotics die anderen Spieler... Nein, Hypnotics haben den ersten Spieler verloren. G1 bei Hypnotics. Bei Roter Baron alle alive. Tippi 1 bei den Hypnotics. Hypnotics höre ich keinerlei Ansagen. G1 bei Roter Baron. G2 bei Hypnotics. 2-on-1-Situation. 2-on-1-Situation. So, Roter Baron kann jetzt kommen, kann zusammen vorgehen. G3. Da hinten geht G3. Ja, die Jungs haben es schon eher gesehen als ich, natürlich. Und gehen buzzern. Ja, ich habe es hier leider wieder aus den Augen verloren durch das ungünstige Blickfeld. Aber wichtig ist ja auch immer, dass die Spieler das sehen und nicht ich. Die beiden Jungs von Roter Baron werden da an der Base gecheckt. Game over von Lütti. Was bedeutet, Roter Baron bekommt den Punkt? Glückwunsch meinerseits. Und wir kommen zum letzten Spiel in der Bezirksliga in Garzau 2016 am ersten Spieltag. Spiel Nummer 55 wird gespielt von den Kullerkeksen auf der rechten Seite und den dicken Bäuchen Berlin auf der linken Seite. Thank you.
So, wir warten ab. Hallo. Wolltest du? Ach nein, okay, alles klar. 10 Seconds im letzten Spiel sind angezählt. Dicken Bäuche von links, Cola Keks von rechts. Und go. Dicken Bäuche im Mini-Weh, T-Pack Corner und im Center. Ich sehe die Cola Kekse im Center. T-Pack Corner. Dicken Bäuche haben den Center aufgelöst. Der ist vorgemoved in den großen Cake. Gehen vor ins T-Pack 3. Cola Kekse sehe ich mindestens ein G1. Das war ein G1, ja. Dicke Bäuche noch zu dritt. Dicke Bäuche jetzt im W. Immer noch T-Pack Corner und immer noch Mini W. G2 bei Cola Kekse, Snake One. Wurde angesagt und Home Run. Mann, da haben die dicken Bäuche jetzt aber echt rumrasiert. Ja, da ertönt eventuell das letzte Mal der Buzzer für heute. Und der Spieler von den dicken Bäuchen, der buzzern gegangen ist, wird da gecheckt. Wir warten gespannt, ob er clean ist oder nicht. Der Ref hebt die Hand. Damit haben die dicken Bäuche das Spiel gewonnen. So, wir sind mit dem Spieltag der Bezirksliga in Garzau durch. Ich fasse für euch noch mal kurz zusammen. Der erste Spieltag ist durch. Morgen wird hier die Landesliga sein, natürlich mit Livestream von Paintball TV. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Das wäre wahnsinnig klasse. Denkt bitte an das Gewinnspiel von uns. Geht dafür auf unsere Facebook-Seite Paintball-TV und teilt den Link zum Landesligaspieltag und kommentiert, warum ihr der coolste Typ seid und warum ihr etwas aus dem Überraschungspaket gewinnen solltet. Der Tweet mit den meisten Likes wird am Ende der glückliche Sieger sein. 16.07. Rookie with a Gun hier auf dem Action Sports Paintball Feld. Training mit Bundesligaspielern, 79 Euro. Einfach eine E-Mail an info@actionsports-paintballgames.de senden. Und am 8. und 9.10. Berlin-Brandenburg Open, erst im Dreimann, dann im Fünfmann-Format. Es war mir eine Ehre, mit euch heute den Livestream verbringen zu dürfen. Denkt dran, nächste Woche Samstag, dritter Bundesliga-Spieltag, zweiter Spieltag aus Paintball Dithmarschen oben in Burg bei Shorty vom Feld mit exzellentem Livestream von uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns sicherlich bei der nächstpassenden Gelegenheit mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Habe ich auch. Ja, meine Lieben, dann tschüss. Es war schön mit euch. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Das Funkgerät dann jetzt aus.
Thank you.